Moin moin und willkommen zurück zum letzten Teil von Wieder aufblühende Rosen. Letzte Herausforderung, Seele der Straße. So, was gibt's hier Schönes? Elementaranomalie. Alle Gegner auf dem Schlachtfeld befinden sich im Zustand kombinierte Kräfte. Wenn einem Gegner Schaden durch Standardangriffe, heftigen Schlägen oder heftigen Schlag, Angriff und Fall, Elementarfähigkeit und Spezialfähigkeit der Figur zugefügt wird, erleiden auch die anderen im Zustand kombinierte Kräfte befindliche Gegner einmalig tatsächlichen Schaden. 2 Sekunden Abklingzeit. Wird dem Objekt auf dem Schlachtfeld Schaden zugefügt, kann dieser Effekt nicht ausgelöst werden. Alles klar. Also einfach wie immer raufhauen und die Gegner gehen schon kaputt. So, Runde 1 sieht so aus, Runde 2 und Runde 3, das sieht ja, okay. Dann wollen wir mal gucken, was wir hier bauen können. Aha, die sind gleich und die sind gleich. Ja. Okay, so noch einmal schon die Gegner angucken. Wir haben diese und diese. Da sind die Ruinier. Okay, dann würde ich sagen, hier hauen wir mal Ruinier hin. Ach, die wäre jetzt auch da. Okay. Nahida. So. Und für das, was da ist, wäre auch da. Da sind diese ganzen. Da könnte man könnte so vieles. In der ersten Runde sind die ganzen Ruin-Typis. Alle Varianten. Wäre doch besser, wenn dann Yuimir da oben in der ersten Runde wäre. Wäre gesünder. Dann nehmen wir mal lieber den guten Kasor mit. Und könnten dann Miko mitnehmen und Zhongli. So, dann wäre das Team fertig. Hier könnte man... Ja, was könnte man denn? Da sind die und da sind diese. Da bräuchte man auf jeden Fall einmal Wasser. Also man könnte einen guten Schau mitnehmen und dann hätte man... Ach, guck mal, nehmen wir einfach Raiden und Kokomi. Hat sich erledigt. So, was gibt es denn hier so Schönes? Also, erhöht die Angriffsgeschwindigkeit der Standardangriffe der Figur um 20% und erhöht die Crit-Rate der Standardangriffe um 20%. Das wäre für die erste Runde natürlich traumhaft. Erhöht den Standardangriffen aller Truppenmitglieder verursachten Schaden um 60%. Ja, ist dann auch erledigt. Dasselbe, wenn man jetzt Ayato dabei hätte, wäre auch für ihn total vom Vorteil. Bei Ayato wäre vielleicht sogar noch, also wenn man Ayato im Team hätte, dieses nehmen, erhöht den Menschenangriff von aller Truppen, die Schaden 60% und dann, weil er dann Hydro ist, würde das auch noch mehr Sinn ergeben, aber ich habe jetzt einfach keine Lust, ihn mitzunehmen. Gut, Pyro-Schaden gibt es auch noch, das hat sich dann jetzt leider erledigt. Elementarkunde aller Truppenmitglieder. Elementarkunde wäre vom Vorteil, wenn man es, ja, bei 2 oder 3. Also in der dritten Runde würde ich sagen, weil man das einfach hat, tun wir Hydro rein. Ist zwar jetzt nur ein bisschen was für Kokomi, aber es macht ja nichts. Man muss ja auch nicht immer das passen, aber man schafft das ja sowieso, also... und dann... Elementarkunde... Ja, komm, machen wir da einfach Elementarkunde. Dann machen wir hier in der zweiten Runde. Hauen nochmal einen Angriffsboost raus mit kritischen Schaden. So, passt. Herausforderung starten. Sehen wir uns das mal an. So, das können wir ja schon und los geht's. Oh, das ist ein nettes Angebot hier. Oh, jetzt habe ich natürlich vergessen, welchen Charakter ich habe hier.
So, einmal ein bisschen versteinern hier das Ganze. Nochmal ein Schildchen setzen. So, ein bisschen XT tut auch immer gut. So, und jetzt einmal ein bisschen Wind noch. Gut, gut, gut. Und ein bisschen Feuer unter dem Hintern machen. So, die sind erledigt. Da kommen die nächsten. Und wieder versteinern erstmal. So, noch ein bisschen Wind da rein. Oh, ein bisschen Blitz tut auch immer gut. Oh ja, da kam ein schöner Donnerschlag runter. Ach, nur noch er steht hier. Dann machen wir den nochmal schnell platt. Na komm, und. Ja, wunderschön. Wunderschön. Gleich mal ein Schildchen setzen. Einmal einscannen die Geschichte hier. Ein bisschen Blitz kommt auch noch dazu. Ah, ich dachte, du wärst jetzt tot schon. So. Also. Einscannen. Okay, achso, das war die. Miss. Ein Schildchen. Erstmal noch Steine fliegen lassen. Oh ne, jetzt räumen wir mal auf hier. Aus dem Weg. Ui, was war das denn? Na nun, geh doch kaputt. Na also, schön, schön, schön. Und letzte Runde. Neun Gegner, okay. Scannen wir euch mal ein. Na. Ah, der ist das Problem. Den wollen wir mal erstmal ganz schnell eliminieren. Ah, spring nicht so rum. Und dieses Schild auch. Ja gut, man hätte ein bisschen Feuer gebrauchen können hier. So. Noch einscannen die ganze Geschichte hier. Also ich war eigentlich ziemlich sicher, dass ich die Qualle schon stehen hatte, aber anscheinend dann doch nicht. So, wieder einscannen hier alles. Und los geht's. Oh, nicht einfrieren lassen. So, weg mit euch, verschwindet. So, du kommst auch noch weg. Oh, immer dieses Wegteleportieren, weißt du? Das muss ja nicht sein. Und die letzten. So, dann kommt mal her. Ach so, ja, ich wollte die Qualle machen, geht nicht, weil die noch nicht bereit ist. Dann machen wir halt ein bisschen Wasserpower, ist auch kein Problem. Okay, und beenden wir das mal. Hervorragend. Seele der Straße beendet. Herausforderungen beenden. 19.352 Punkte. Also, man kommt an den Rekord vom ersten Tag, der auch nur einfach so war. Also einfach, man hat nur gekämpft, ohne jetzt Hintergedanken zu haben. Nicht. Sehr interessant. Aber gut. Aber man darf nicht... Ups, 8.000 Punkte. Also ist das eh irrelevant, ob man jetzt mehr hat oder nicht. Das Kostüm erhalten. So, dann wollen wir mal. Belohnung. Erstmal Aktionsdetails. So, und nochmal 80 Urgestein und der ganze andere Kram. Sehr schön, erledigt. Und erhalte die Kleidung. Ja. Ja, erreiche eine Gesamtpunktzahl aller Herausforderungen von 10.000. Das habe ich gleich am ersten Tag schon gehabt. War ja nicht schwer. So, Kleidung erhalten. Yay, Weisheit unter dem Grün. So, und jetzt ist das Beste, man hat Lisa ja auch schon hier stehen.
Jetzt sieht man nochmal, wie sie so aussieht. Und jetzt kann man mal in das Vergnügen, einmal ihre Kleidung zu wechseln. Ah, wechseln. Und so sieht sie jetzt aus. Ja, das ist dann halt auch Geschmackssache, was einem lieber passt. Also ich habe sie jetzt bis jetzt nur in den Lila immer gesehen. Und ich denke mal, so allzu schlecht sieht das auch nicht aus. Das kann sie auch behalten erstmal. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Event. Bis dann, tschüss.